And Birds. So, ich wollte diese Feder hier, ihr seht ja, dass die total wabbelig ist, das ist auch keine Originalfeder, sondern irgendwas Provisorisches. Die werde ich jetzt wechseln oder zumindest versuchen. Ich habe hier eine Originale bestellt, warte. Wo ist sie denn? Diese hier. Obwohl, so viel stärker ist die jetzt auch nicht. Aber ich hoffe, dass die tut. Das werden wir dann sehen. Aber die ist halt viel kürzer. Wenn die auf Spannung ist, glaube ich, dann tut sich da was. Das werden wir gleich sehen. Ich muss mal gucken, wie mein Vater das da befestigt hat. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal versuchen, das hier von der Drosselklappe runterzunehmen. Von dem Ansaugdingen, hier den Luftfilter. Ich mache das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und den Deckel jetzt abkriegen. Ja. Filter sieht noch ganz gut aus. Kann man mal ein bisschen sauber machen. So, ich habe jetzt mal hier oben den ganzen Luftfilter gedöns abgemacht. Diese wabbelige Feder, die muss ab und da kommt diese jetzt drauf. So, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber die neue Feder ist jetzt drin. Hier ist leider schon so weit durchgefressen durch Material, dass ich diese Straps hier drin lasse, damit es nicht unten ans Material kommt, weil da ist wirklich nur noch ganz wenig Material vorhanden. Vielleicht überlege ich mir hier was anderes noch, irgendwie eine Schraube reinzumachen und dann. Auf jeden Fall überlege ich mir hier noch was. Das hier unten mache ich auch noch weg, weil das wird wahrscheinlich klimpern und ich mag es nicht, wenn es klimpert. Hier werden wahrscheinlich schon genug Sachen klimpern, deswegen muss das nicht sein. Das werde ich jetzt noch mal eben erledigen. Dann baue ich den ganzen Bums wieder drauf hier. Diese Feder da gewechselt. Ich habe schon alles wieder zusammengebaut. Ich habe den Motor schon an und ich probiere jetzt mal aus, mit dem Gas rumzuspielen. Die eine Feder hat schon ausgereicht, dass er immer wieder halt in normale Stellung zurückgeht. Jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich jetzt als nächstes? Soll ich mich hier rum kümmern oder erst ums Tacho? Irgendwie sowas. Das mache ich jetzt aber im nächsten Video. Da mache ich dann was Eigenes von. Und das Ding habe ich auf jeden Fall schon mal erledigt. Ah, guck mal, 10,5 Grad haben wir. Das funktioniert ja auch. Muss mal eben schauen. Okay, die Leuchte geht nicht. Also ich habe jetzt gerade mal Licht angemacht und normalerweise müsste... Ne, hier müsste doch, warte mal, wenn ich jetzt Fernlicht mache. Muss mal eben schauen. Ah doch, die Lampe geht, aber sehr schwach. Sehr schwach die Lampe, das hat alles funktioniert. Wenn ich jetzt. Warte mal, ach, das war das. Ach, das ist Bremsenverschleiß wahrscheinlich. Batterie, das, Wischwasser, okay. Ne, da ist Wischwasser, das ist glaube ich Batterie. ABS, das leuchtet ja alles, wenn es dunkel und wenn es aus ist. Okay, nee, dann ist er gut. Alles klar, dann, Leute, habe ich das Video jetzt beendet? Ja? Oder wie sehe ich denn schon wieder aus hier? Wie so ein. Keine Ahnung, das ist scheißegal, wie ich aussehe. Also, dann habe ich, das Ding jetzt schon mal repariert. Das hat jetzt, glaube ich. Hätte ich die Feder bei Mercedes selber bestellt, hätte aber ewig lange Lieferzeit gebraucht, hätte ich glaube ich nur 5 Euro bezahlt. Ich habe jetzt 12 Euro bezahlt bei eBay. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Seht ihr das zum Beispiel an dem Sitz? Wie der rappelt. Halt wie so ein Trecker hier, macht alles mögliche Geräusche oder wie das hier alles rappelt. Das sind die Motorlager, die werde ich auch machen. Kommt aber ein extra Video, das werde ich aber glaube ich nicht heute machen, mal sehen. Das mache ich aber auf jeden Fall noch bevor der, ja, vor dem April auf jeden Fall noch, weil ich will, dass der ruhig fährt. Und ja, ich werde mich jetzt glaube ich erstmal um das alles hier drin kümmern. Ich werde erstmal, denke ich,
Ich denke mal, ich werde erstmal Staubsauger und alles holen, aber alles klar, das sehen wir dann. Haut rein, Leute. Ich freue mich, wenn ihr weiter reinschaut hier bei dem Projekt. Das wird nämlich ein großes Projekt. Ich habe noch eine neue Roststelle gefunden, aber das zeige ich euch alles demnächst. Haut rein, Leute. Danke fürs Reinschauen. Und Kanal abonnieren, Video liken, kommentieren, was auch immer ihr wollt. Aber auf jeden Fall abonnieren finde ich schon mal ganz gut, Leute. Haut rein.